Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute Peter für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen, hoffen, dass wir was Anständiges rausbekommen. Und ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen aufs Gear. Mittlerweile habe ich ja überall zumindest mal ein 200-Item-Level-Item, 218 wir mittlerweile equipped. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein Item rausziehen kann. An einem Slot, wo ich jetzt noch kein 200-Aufwärts-Item habe, 220-Aufwärts-Item, so rum, dass wir da ein kleines Upgrade kriegen. So eine Waffe wäre schick. Ich würde auch ein Trinket nehmen, Handgelenke, Handschuhe wäre auch ganz gut. Irgendwie sowas in die Richtung, vielleicht auch ein Ring. Mal gucken, was wir kriegen. Ich habe 4 Dungeons, glaube ich, letzte Woche gelaufen. 4 Mythic Plus Dungeons. Und ja, gucken wir mal. Eine Waffe. Und eine Halskette. Gut, dass ich letzte Woche, mir eine Waffe für 1800 Eroberungspunkte gekauft habe oder die PvP-Punkte und jetzt hier eine Waffe rauskriege. Ich hätte mir halt die ganzen scheiß Arena-Games und Ding-Sachen sparen. Ich habe Geplänkel gemacht, ne? Also nicht rated, ich war Geplänkel am Machen, habe mich dadurch gequält. Es war eine Qual, ich sag's euch. Und jetzt haben wir hier die Waffe, hätte ich mir das alles schenken können. Gut, es freut mich natürlich. Bisschen blöd, dass ich nur einen 13er gemacht habe. Ich hätte einen 14er machen sollen, dann wäre es halt Max-Item-Level, aber so ist es halt, ne? Brauchen wir jetzt nicht traurig sein. Top, ich freue mich, eine Waffe. Besser geht's eigentlich nicht, ne? Was Besseres hätte ich nicht kriegen können. Die anderen Items können wir uns jetzt mal angucken. Ich war auch im Raid drin. Eigentlich wollte ich nicht mehr in Normal Raid gehen, weil ich da eigentlich nichts mehr brauche. Aber ich habe mir Achievement Run gemacht. Und dementsprechend haben wir da was gut. Ich sehe gerade, ich kann eigentlich meinen Transmog dann auch hier rüber bekommen. Weil ich brauche noch das Transmog. Oh, ich bin schon fast überlegen. Nein, aber ich muss die Waffe nehmen. Hier, ich brauche nämlich, ich habe 6 von 9 Teilen. Aber eigentlich gar nicht so blöd, wenn ich immer den Raid mache, dann kann ich ja auch hier rüber das Transmog holen. Das habe ich noch gar nicht bedacht gehabt. Okay, egal. Wir nehmen selbstverständlich die Waffe. Ja, also nochmal auswählen. Ja, wir wollen die Waffe haben. Und was kriegen wir für den Key? Wir bekommen einmal hier tyrannisch, wütend, explosiv und stolz. Und was ist das für einer? Steht das gar nicht dran. Naja, ist auch egal. Key nehmen wir, Waffe nehmen wir auch. Die können wir dann auch gleich mal equippen. Und damit steigt natürlich unser Item-Level doch um ein gutes Stück. Jetzt sind wir über 210, 211 sind wir jetzt. Und ja, ich habe mir übrigens schon überlegt, ne, im Auktionshaus sind ja ein paar 226er Items, ob ich da mir ein bisschen was kaufen soll. Ich habe ja allein letzte Woche 5 Millionen Gold Gewinn gemacht, ne? Umgesetzt waren es ja um einiges mehr, aber tatsächlich Gewinn, die Woche davor 18 Millionen, also theoretisch könnte ich mir für ein paar hunderttausend da ein Item kaufen. Ich bin da aber ein bisschen knausrig, muss ich ehrlich gestehen, und hätte ich jetzt nichts rausgekriegt, nichts, was ich brauchen kann, dann wäre ich wahrscheinlich hergegangen und gesagt, ah, scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt einfach 2-3 Items oder so. Aber das machen wir jetzt nicht. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, vielleicht fürs nächste Mal. Immer wenn ich nichts kriege, dann schlagen wir vielleicht mal zu. Okay, ich könnte nämlich mein Item-Level bestimmt nochmal, ich glaube, es gibt einen Rücken, Handgelenke, ich glaube, Schuhe und einen Ring. Also das sind lauter Items, wo ich nur 200 Items habe. Wenn ich die alle kaufen würde, dann wäre ich wahrscheinlich 220 oder so. Aber egal. Ja, jetzt haben wir eine gute Waffe gekriegt und ja. Damit verabschiede ich mich wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Habt ihr ebenso viel Luck gehabt? Und dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es an die nächste Kiste rangeht. Ich versuche diese Woche mal einen 14er zu machen, dass wir mal Max-Item-Level rausziehen. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.